Markus Johannes Langer lebt für die Kirchenmusik. Vor genau 20 Jahren kam er nach Rostock. Er lehrt an der Rostocker Hochschule für Musik und Theater und ist Leiter der St. Johannes-Kantorei. Mit etwa 400 aktiven Sängerinnen und Sängern, eine der größten in ganz Norddeutschland. Zu seinem Jubiläum haben wir ihn an seinem Arbeitsplatz in der HMT besucht. Seine Passion hatte der 49-jährige Kirchenmusiker schon früh gefunden. Kirchenmusik ist für mich die stärkste Musik überhaupt. Also ich liebe Oper, ich liebe weltliche Musik und wir machen ja auch manchmal weltliche Konzerte. Aber die Kirchenmusik mit ihren Texten und mit ihrer Tiefe hat mich immer am meisten fasziniert und das hat sich auch nie geändert. Zur Jahrtausendwende am 1. Januar 2000 trat Langer dann die Nachfolge von Hartwig Eschenberg als Leiter der Kantorei an. Diese Entscheidung, von München nach Rostock an die Ostseeküste zu ziehen, war keine leichte, aber bereut hat er den Schritt nicht. Ich fühle mich sehr wohl hier an der Ostsee. Und Rostock hat eine wunderbare Größe. Es ist nicht zu klein und nicht zu groß. Man kann mitgestalten als kultureller Player hier in Rostock. Also ich fühle mich sehr wohl. Tatsächlich ist die Mentalität doch ein bisschen anders, in Anführungszeichen ein bisschen. Also in München ist ja schon, die bezeichnen sich auch gerne als Norditaliener. Also man ist sofort Best Friend und Küsschen links, Küsschen rechts. Manches davon ist auch ein bisschen aufgesetzt und ich finde es ganz angenehm, wenn es ein bisschen Zeit braucht in Norddeutschland, bis man miteinander warm wird. Also mir liegt die Mentalität sehr gut und wenn die Menschen sich dann öffnen und wenn sie zeigen, dass sie einen mögen, dann ist es wirklich von Herzen. Die Hansestadt macht es ihm leicht. Kunst und Kultur haben hier einen großen Stellenwert. Unterstützung ist für die Kantorei immer da. Da erfahren wir sehr regelmäßig Kulturunterstützung. Zum Beispiel bei der Plakatierung bekommen wir dann einen Rabatt, wenn wir Plakate für die Konzerte aufhängen. Und zu speziellen Anlässen bekommen wir auch mal eine Förderung für Konzertprogramme. Sehr großzügig hat uns der damalige Oberbürgermeister Medling unterstützt beim Bachfest. Das hat jetzt nicht direkt mit der Kantorei zu tun, aber ich als künstlerischer Leiter hatte das ja mit Herrn Birkholz zusammen verantwortet. Und da waren wir sehr begeistert, wie großzügig uns die Stadt damals geholfen hat. Die Arbeit als Chorleiter macht ihm besondere Freude. Sie kostet viel Zeit, aber sie gibt auch viel zurück. Besonders stolz ist Professor Langer auf seinen Jugendchor mit 170 Kindern und Jugendlichen. Und Nachwuchs ist immer gern gesehen. Nach Auffassung Langers gibt es nur ganz wenige Menschen, die wirklich nicht singen können. Am schönsten und am reibungslosesten ist es natürlich, wenn man als Kind singt. Bei mir gibt es ja die beiden Kinderchöre, die Kurrenten. Und wenn man dann über den Choralchor, über den Jugendchor in einen der Erwachsenenchöre reinrutscht. Viele sind nach dem Abitur leider dann nicht mehr in Rostock. Und viele, viele studieren in Leipzig tatsächlich und gehen dort in den Universitätschor. Und mein Kollege Tim freut sich schon immer, wenn wieder Rostocker kommen. Da gibt es schon so einen kleinen Fanblock, habe ich gehört. Also die meisten bleiben dann ja auch dabei. Es gibt aber auch viele Quereinsteiger, die früher nur in weltlichen Chören gesungen haben und dann mal eine Matthäus-Passion von Bach singen wollen und dabei bleiben. Die Konzerte der Kantorei, egal ob Jugendchor oder Erwachsenenchöre, sind eigentlich immer ausverkauft. In diesem Jahr stehen rund 50 Auftritte an, in Mecklenburg-Vorpommern und der gesamten Bundesrepublik. Auslandsreisen gibt es auch und die sind immer etwas ganz Besonderes. Tatsächlich war der Motettenchor schon auch mit Herrn Eschenburg öfter im Ausland. Wir waren viel in Skandinavien, in Dänemark, in Schweden, in England war ich auch mit dem Chor. Herr Eschenburg sogar in den USA beim Oregon Festival. Aber ich war auch mit dem Jugendchor zu zwei Konzertreisen im Ausland. Das gab es früher nicht. Wir waren erst in Danzig und jetzt vor zwei Jahren im Februar in Israel und haben in Jerusalem auch ein Konzert gesungen. Wir planen auch eine Reise in die Staaten in zwei Jahren. Das ist gerade in der Vorbereitung mit dem Jugendchor. In den 20 Jahren unter Leitung von Professor Langer wurde viel erreicht. 2016 wurde ein neues Chorhaus im Barnsdorfer Weg eröffnet. Zahlreiche Konzertmitschnitte wurden produziert und veröffentlicht.
2009 wurde Langer mit dem Kulturförderpreis der Hansestadt Rostock ausgezeichnet. 2014 erhielt er die Ehrendoktorwürde der Universität.